So, und hallo, hallo zurück an die Freunde der Spielkultur auf YouTube Hitbox Livestream. Jetzt am Donnerstag. Ich habe irgendwie das Gefühl, es ist der falsche Tag mit Chat und ein wenig Punch-Klopp wieder, wo wir nah dran sind, die Liga für uns zu entscheiden und den Mörder unseres Vaters zu entdecken. Ich muss mal eben gucken, was ich noch alles im Kühlschrank habe, weil neue Aufnahmen, ich habe keine Ahnung, was los ist. Wir müssen einkaufen gehen. Nicht in der Muckibude. Im Supermarkt. Und warum gehe ich zu Fuß? Ich weiß es nicht. Kauft alles auf. Ich gehe nochmal zum Camp. Kann ja sein, dass ich noch mehr Kräuterlikör kriege. Nee, gab es nur einmal. Also beziehungsweise gab es zweimal. Mit dem kann ich ja auch nichts mehr machen. Schade. Dann gehen wir zu unserer Villa. Bom. Und trainieren weiter. Wir werden wahrscheinlich nicht drum rumkommen, dass wir unsere Geschicklichkeit verbessern. Und dass wir im Weg der Schildkröte sowas wie einen Dauerläufer drin haben, damit unsere Ausdauer nicht unter 8 fällt oder was auch immer. Wir müssen auf jeden Fall trainieren. So viel wie geht. Und immer verliebt sein, damit wir halt unsere Energie nicht so schnell aufbrauchen. So, deshalb kaufe ich mal eben Adrien zwei Geschenke. Die sind nicht immer teurer werden. $150 ist ja echt ein Schnapper jetzt bei ihr. Ja, ich mache wieder Sport. Und es ist auch schön, dass so viele wieder da sind. Ich freue mich. Und danke übrigens spendentechnisch vorhin an die Herrschaft, an den Marcel etc., die ein paar Euro hier gelassen haben für mich. Danke. Die habe ich heute sogar schon vorm Stream ausgegeben. Und da werden wir uns nämlich die Tage auch ein paar andere Spiele noch angucken. Ich trainiere immer mit dem Faxefass. Mit der Faxedose. Damit mache ich mal Gymnastikübungen. Moment, genau, in die Villa. So. Denk kurz nach. Mein Gen ist heute echt aus. Welche Rotation haben wir zuletzt mal gemacht? Auf jeden Fall mache ich das mit dem Klick-Trick. Ich muss gleich auf jeden Fall nochmal an das Geschicklichkeitsding dran. Mein Steam-Guthaben ist ausgegeben, Shogi. Da kommt meine Lieferung. Ja, Lieferung. Thank you very much. I pay you later. Little refugee. Und wieder weg. Ich glaube, das ist vergiftet. Ich weiß gar nicht, ob den... Hatte ich den Film erst produziert? Weiß ich gar nicht mehr, weil ich zuletzt den Film gemacht habe. Ich werde auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Stärke reinpumpen. Warum sollte Yeti überhaupt Lohn kriegen? Ah, ich habe vergessen, mich zu verlieben vorhin. Nein, ich werde keine Drogen holen. An den Chat, weil die Drogen sind kein Vorteil in dem Spiel hier. Ja, ne, passt einmal nicht auf, vergiss dich zu verlieben. Mu. So, das wird reichen. Mal eben zum King gehen. Ein Kampf wäre möglich, aber...
Ach komm, wir machen das Maximum bei den Markenwaren. Das mit dem Angeben machen wir auch aufs Maximum. Jetzt fangen wir eben an, gegen Ninjas den Film zu drehen. Was total schwul ist. Entschuldigung, ich hab's schon wieder gemacht. Übrigens, ich habe eine Bewertung bekommen, die ganz witzig war. Nicht witzig, sondern da hat einer geschrieben, dass ich viel mehr Schimpfwörter inzwischen benutze. Geil, ich besieg nicht mal den ersten. So, ich nehme den Knochenbrecher raus und lasse den Erschöpfer rein. Boah. Ey. Ich muss fortfahren, weil mindestens zwei muss ich besiegen. Ey, verliert eine Energie. Jetzt hau den weg. Echt scheiße. Silver, ich schlag dir kurz auf die Fresse. Wir machen nicht mehr viel Schaden. Das lief doch letztes Mal definitiv besser mit dem Setting. So, jetzt müssen wir eh noch ein bisschen Ruhm ernten über die Zeit. Also alles gut. Ne, nicht den reine Stärke. Geh mal an den dran. Dann gehen wir jetzt wirklich mit Geschicklichkeit hoch. Ich habe übrigens gehört, dass Gronkh das LP abgebrochen hat für Punch Club. Unter, weil er ja viel falsch gemacht hat am Anfang und so weiter und so fort. Ja. Kann ich auch nachvollziehen. Ich glaube, wenn ich nicht vorher eine halbe Stunde gespielt hätte, das Spiel hätte ich auch mehr falsch gemacht. So, Feierabend. Jetzt gern die Klimmzugstange. Die wird ausreichen, um unsere Ausdauer zu halten. Ich muss noch zwei besiegen, Taki. Da haben wir wenigstens die Liga schon mal abgeschlossen. Und dann können wir nämlich gegen den Mörder unseres Vaters kämpfen. Mein Vater. Ich erinnere mich noch ganz genau an ihn. Er war groß und trainiert. Noch ein bisschen stärker, damit wir nicht so stark abfallen. Seitdem ich Punch Club angemacht habe, leckt's wie irre. So. 402 gewonnen. 184. Oh, gar nicht mal schlecht, die beiden Sachen hochzukriegen. Vielleicht einmal resetten oder restart oder was auch immer. Weil hier hat sich nicht viel getan.
Ich kann auch nicht mehr machen, als die Rechner neu zu starten. Nicht Restart, sondern einfach den Browser mal ganz zumachen und wieder auf. Irritation über Zeit. Aber zukünftig könnte... Ja, ich weiß nicht. Ich muss noch mit dem Typ reden von Hitbox, der mich hier angeschrieben hatte. Was überhaupt möglich ist, was man machen kann, was der Support bringt. Und so weiter und so fort. Ob da wirklich nur der Share verändert wird dann zukünftig. Ich hoffe, ich kann es heute zu Ende machen, Luca. Dass wir Punch Club endlich unseren Vater gerecht haben. Damit man in der digitalen Traumwelt von unserem Hauptcharakter, ich glaube, der hat gar keinen Namen. Ach doch, der hat meinen Namen. Endlich zur Ruhe kommen kann und mit seiner Frau ins Bett geht. Und nicht mehr so viel trainiert. Training ist eh schlecht. Munimin meint, ich werde es nicht schaffen. Kein Vertrauen in den Doc. An den Ball mit dir. So, danach ein bisschen Stärke noch pumpen für den Rest des Tages. Vielleicht kann ich ja die 22 sogar halten. Gerade ebenso. Geh mal kurz zur Muckibude. Kloppen Silber in die Fresse. Ach, Kacke. Ja, ich sollte Horizon noch spielen. Aber ich armer Bösewicht, ich komme ja nie dazu, das Elite-Update zu spielen. Weil ich nie dazu komme, den Joystick anzuschließen. Und heute wäre auch schon wieder so ein Scheißtag, weil Yeti im Moment hier ist und die nimmt hier so viel Platz ein. Und jetzt ist sie weggegangen und hier liegt der ganze Scheiß von der rum. Ich muss sagen, ich habe es doch ein bisschen genossen, als sie nicht da war. Moment. So, theoretisch können wir Film machen. Ich habe kein Schimpfwort benutzt. So, langsam kommen die Leute auch alle. Trainier weiter. Ich mache jetzt erstmal meine Werte voll, obwohl ich glaube, ich fange lieber an mit den Klimmzügen. Hinche, Yeti ist eigentlich ausgezogen. Wir sind ja nicht mehr zusammen, die wohnt jetzt in einer anderen Wohnung. Die ist nur heute hier, weil wir morgen zusammen wohin müssen. Komm. Vielleicht wollen die alle ja gar keinen Punch Club sehen. Vielleicht warten die auf das nächste Spiel. Wir sind schon seit Monaten nicht mehr zusammen, Zibran. Haben uns auch in ein paar Videos schon erwähnt. Da war ich weg. Ha. Ja, ich habe auch schon länger keinen Sonntag-Stream, keinen Sonntag-Blog mehr gemacht.
beziehungsweise Sonntag V-Log, da hatte ich das mal erwähnt, aber es gab in letzter Zeit wenig Zeit dafür. Vor allem, wenn du jeden Tag streamst, dann fängst du dich danach an, nochmal Videos mal zu machen für den V-Log. Nein, heute wird kein Planetary Annihilation kommen, Kaiser. Das schaffen wir nicht. So, jetzt ist meine Treffsicherheit ein bisschen höher. Obwohl 85 ist auch nicht viel, viel höher. Naja, immerhin treffe ich jetzt ab und an. Sehr schön. Ich habe Star Citizen schon mal im Hangar gestanden. Also ich habe ein Schiff bei Star Citizen. Die Bild wird's schon bringen. Na komm, klatsch ihn einfach raus. Boah, sehr schön. Drei Schläge. Und wir haben noch so viel Energie, wir können den letzten sogar noch umnocken. Oh, der hat diesen Reflex, hier. Reflektor von Schaden. Oh, ist das hier nicht verarschen? Mach den jetzt alle! Das ist doch ein Gehilfe von Shredder. Nein, jetzt treff den! Treff den Penner! Jetzt nochmal! Ja! Macht mich wahnsinnig manchmal. Trainierst den ganzen Tag, ey, und dann musst du hier gegen irgendwelche dämlichen Statisten kämpfen auch noch. Um ein bisschen Kohle zu kriegen und Ruhm. Und dann wirst du dann noch so gefoppt. Ich bin heute, glaube ich, auch zu platt für PA. Da komme ich nicht voran. Aber wir streamen morgen. Es ist noch nicht im Plan, aber ich werde es nachher eintragen. Weil ich bin morgen nämlich hier und habe auch nichts großartig zu tun. Eigentlich die falsche Aussage, ne? Es ist Freitag. Ich habe nichts zu tun. Außer zu streamen ein bisschen mit euch. Ich habe nicht frei morgen. Also ich habe nur abends nichts zu tun. ich habe keine mehreren Steam-Accounts. Ich weiß zwar nicht, was die Frage insgesamt interessantes, wissenwertes für die Leute bringt.
Aber ich habe wirklich nur einen. Cybran, du könntest theoretisch ja eigentlich streamen und auf deinem Handy den Chat laufen lassen und ausschalten, dass sich der Display ausschaltet. What you do? Shit? Ach, Windows Phone hat keine Hitbox-App, aber du wirst dann wahrscheinlich die normale Hitbox-Seite betreiben können bei dir. Weil die neue aktuelle Windows Mobile Version sollte ja eigentlich in der Lage sein, das anzuzeigen vernünftig. Oh, es gibt vielleicht eine Drittanbieter-App. Aber eigentlich vom Erhalten der Punkte sollte es eigentlich möglich sein, Geschicklichkeit sogar auf dieselbe Höhe zu bekommen wie Stärke. Also ich würde mal gern wieder ein Windows 10 Phone ausprobieren. Ich hatte damals ein Windows Phone zu Zeiten von noch Windows Mobile Version, kann ich euch leider nicht sagen, weiß ich nicht mehr. Das war sogar noch zu der Zeit, wo kein WhatsApp da drauf war. Aber ich fand das Windows Phone eigentlich gar nicht mal schlecht. Ach, egal, Ich esse einfach alles aus dem Kühlschrank. Ich muss eh gleich in den Laden und wieder alles neu kaufen. Pfui, iPhone. Nein, soll jeder nehmen, was er meint. Pfui, iPhone. Nein, ich kann verstehen, warum Leute iPhone benutzen. Man kann halt nicht viel kaputt machen. What? I know you used your iPhone and you throw it every time around. A bit expensive for something to throw it everywhere. Ich habe keine Lieblingshandymarke. Ich entscheide jedes Mal neu. Das ist auch genauso, ich habe keine Lieblingsgrafikkartenmarke oder ich habe keine Lieblings-CPU-Marke oder ich habe keine Lieblings-Sonst-Marke. Weil ich schaue immer zu der Zeit des Bedarfs, schaue ich mir den Markt an, gucke mir Tests an, gucke mir irgendwelche Charts an und so weiter und so fort und entscheide daraufhin, was für ein Produkt ich kaufe. They asked for my favorite and not for what I have at the moment. What you have for the moment is your favorite. No. Yes. It's not. Yes, it is. Doch? PS oder Xbox gibt's nichts zu sagen, weil ich nur eine Xbox habe. Und ich habe nur eine Xbox 360 drüben stehen, weil ich früher mal Alan Wake spielen wollte. Kann schon wieder einen Film drehen? Moment, dann trainieren wir erstmal zu Ende. The Division Beta ist ab morgen, ne? Ich hatte nur zwischendurch ein paar Screenshots gesehen. Und hab vorhin sogar jetzt das Feedback bekommen von Ubisoft, dass ich morgen Key kriege. Also werden wir morgen wahrscheinlich kurz mal reinschauen.
Ja, ich glaube auf Xbox One oder so lief die Beta schon früher an. Mag ja sein, dass die PS4 leistungstechnisch besser ist aktuell, aber die Xbox One wird ja von der DirectX 12 Schnittstelle profitieren in Zukunft. Was das alles so ein bisschen verschwimmen lässt. Ach, die Ninjas sind schon der beste und schwierigste Film anscheinend. Toll, eine Treffsicherheit bringt mir... Moment, eine auf Geschicklichkeit bringt mir zwei Treffsicherheit dazu. Ja, Graf der Dritte, hast du recht. Und zwar hat die Xbox das gemacht, was die PS4 nachgezogen hat. Die haben nämlich einen Prozessor freigegeben. Und zwar den für... hier. Für die Bewegungssteuerung. Wie heißt es? Verdammt, mir fehlt das Wort im Kopf. Der Prozessor kann nämlich jetzt von Entwicklern genutzt werden. Kinect, genau. Normalerweise war ein Prozessor immer dafür vorgesehen für Kinect und der Prozessor ist jetzt freigegeben für Entwickler, die halt diesen Kinect nicht nutzen. Also Kinect nicht nutzen in ihren Spielen und können ihn halt für was anderes verwenden. Treffer mit zwei Schaden. Boah, das war schon der letzte. Krass. Sollen wir mal den Kampf gegen Ryu versuchen? Jetzt bin ich gerade ein bisschen angeschlagen. Moment. Ja. Aber ich habe eigentlich lustigerweise früher auch eigentlich nur die Wii interessant gefunden, als das noch alles so toll war. Und bei PlayStation war es nur wegen SingStar. Also es liegt wirklich an den Spielen, was für eine Konsole man letztendlich kauft. Vielleicht knacke ich den ja jetzt schon mit den Einstellungen. Wenn ich anfange zu schlagen. Jetzt hau den einfach um. Toll, 16 Schaden macht er mit einem Schlag. Ah, endlich mal, 69er. Was denn? SingStar ist eine witzige Sache, vor allem wenn du Besuch hast. Ich fand auch hier diese Just Dance-Dinger für eigentlich total witzig. Vor allem machst du dich ein bisschen fit damit. Ja komm, jetzt hau den weg. Der liegt unten und ich krieg Schaden von dem. Jetzt treff den einmal. Fuck you. Sorry, Yeti. You can't imagine how difficult is it with this game. Every time. So, wie viel brauchen wir?